Herzlich willkommen zu einer kleinen Zusammenfassung der Pressekonferenzen des Vormittags von der CMT, von der CMT Digital 2021, die jetzt eben am 26. Januar, also heute, bereits stattgefunden hat. Was ihr von mir jetzt kriegt, ist eben einen kleinen Einblick in das, was zum Thema Kastenwagen am Vormittag erzählt worden ist. Ich habe ein paar Highlights mit dabei und die möchte ich euch nicht nur zeigen, sondern ihr wisst und erkennt uns, wir werden das ein oder andere eben auch ein bisschen kritisch beäugen. Wir lassen uns also nicht nur die schönen Bilder, die wir auch dabei haben, genießen, sondern wir gucken auch, tja, mal so ein bisschen hinter die Kulissen. So, was erwartet euch heute in diesem Video als Programm? Ich habe hier mal die Seite der CMT mit dabei, auf die ihr auch nach wie vor zugreifen könnt. Man kann hier in der Mitte auch einfach mischen und dann werden andere Anbieter mit angezeigt. Verschiedene Livestreams werden auch weiterhin zur Verfügung stehen. Ich bin jetzt in diesem Livestream heute Morgen drin gewesen in deutscher Sprache für den Bereich Caravaning. Und ich habe hier oben schon ein paar Reiter, auf die ich gleich noch kommen werde. Und was ich da heute gesehen habe, das vielleicht mal kurz als Zusammenfassung. Und dann schauen wir einfach mal, was euch hier in den nächsten 45 Minuten erwartet. Ihr könnt hier im unteren Bereich, das kennt ihr von YouTube vielleicht, auch das ein oder andere gezielt mit anspringen. Also wenn euch das ein oder andere Thema da gleich nicht interessiert, dann könnt ihr unmittelbar auch weitergehen. Was haben wir denn da? Zuerst gab es heute den Professor Lohmann. Ich höre ihn mit Vorliebe jedes Jahr wieder gerne, denn er ist, wie sagt man, ich glaube Demoskop und guckt so ein bisschen in die Zukunft, befragt eben auch Leute darüber, wie das Ganze sich entwickeln wird nach Corona mit dem Thema des Tourismus. Aber er guckt auch ganz gezielt auf das Thema der Campingbranche. Welche Faktoren gibt es da? Wie ist der Trend? Was ist die Lust? Wie entwickelt sich der Reisemarkt? Und, und. Da werden wir gleich reinschauen. Wir werden dann als zweites einen kleinen Blick kriegen auf den Combo von der Firma Challenger aus dem Bereich der Trigano Group, eben ein Fahrzeug, was kein Kastenwagen ist, wie rechts abgebildet und wie links abgebildet, auch kein Reisemobil, kein teilintegrierter, sondern eben was dazwischen. Also eine Kombination von beiden, eben diese beiden Dinge, die man hier zusammengenommen hat, ähnlich wie jetzt, Kaffee und Milch hier zusammengegossen worden sind, kommt hier zu Hause eines Hauses und kompaktes Fahrzeug zusammen und da kommt eben solch ein Fahrzeug mit raus. Sehr, sehr spannend. Das werde ich euch gleich zeigen. Ich werde euch zeigen von der Firma Rocket Camper, eben die Erweiterung des Portfolios. Den Rocket One hatte man ja im letzten Jahr auf der CMT bereits als Premiere vorgestellt. Jetzt gibt es eben auch den Rocket One S, den Rocket One XL, den Rocket Moto und noch zwei, drei andere Dinge. Die werde ich euch da eben auch nachher zeigen. Und der Sven Lutzak hat uns da eben ein bisschen durchs Programm geführt. Ich möchte euch zeigen den CrossCamp Lite. Ja, ihr wisst, ich habe ja schon mal ein Video gemacht zum CrossCamp, unmittelbar im Vergleich zum Campster. Wie sagt man, alter Wein in neuen Schläuchen. So ein bisschen anders hat die Firma Detlefs eben die Eigenmarke CrossCamp aufgesetzt, aber sehr eben kopiert damals den Campster. So was Ähnliches haben wir jetzt eben mit dem CrossCamp Lite, der gewisse Elemente eben auch aus dem Vanster, das ist das Pössl-Produkt auf Basis des Space Tourers und hier haben wir das Basisfahrzeug Toyota. Das werden wir euch eben zeigen, was hier heute präsentiert worden ist. Auch in den Bereich hinein des Urban Campervans geht die Firma Ventura. Das ist ja ein Fahrzeug, das bereits vorgestellt worden ist auf dem Caravansalon im letzten Jahr. Dort eben ein Fahrzeug auf Basis des Mercedes Vito, bei dem man die Küche rausnehmen kann. So ein bisschen ähnlich wie der Camp Star, den Pössl auch präsentiert hat. Von daher nehmen wir euch mal mit und wir gucken gemeinsam mit rein, was es denn mit diesem Fahrzeug auf sich hat. Und als drittes für den heutigen oder vom heutigen Vormittag haben wir eben dieses Fahrzeug mitgenommen. Vielleicht blenden wir gerade nochmal das Logo hier oben aus. Das ist der Copper. Der Copper, der Allrounder auf Basis des Transit Custom Ford. Und interessant, so viel vielleicht schon vorweg, ist eigentlich,
Der Grundpreis. Und weil das Fahrzeug eben ab 39.990 Euro startet und eben, ich glaube, auch eine ernstzunehmende preisliche Konkurrenz in dem Bereich ist, wo ja bis dato der VW California oder der Beach Ocean von VW dominiert, gucken wir mal sehr genau hin, was uns der Herr Prangerl hier gezeigt hat. So viel vielleicht mal als Zusammenfassung, was euch in diesem Video erwartet. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lange es wird. Sorry, ich werde das ein oder andere eben auch erklären und erläutern. Vielleicht lassen wir aber auch mal den ein oder anderen aus der Pressekonferenz zu Wort kommen. Und jemanden, den ich dort eben sehr, sehr schätze und die letzten Jahre eben schon des Öfteren gehört habe, das ist Professor Lohmann. Der Professor Lohmann, der führt in Kiel eben ein Institut, um darüber zu berichten, wie das Ganze sich in der Zukunft mit dem Tourismusmarkt interessiert. Wir hören mal ganz kurz rein. Erst einen Blick zurück in das Jahr 2020, was wir im letzten Jahr an statistischen Entwicklungen im Tourismus gehabt haben, und blicken dann nach vorne ins Jahr 2021, und das natürlich unter den besonderen Bedingungen, die wir in diesem Jahr haben. So, das ist mal das, was uns hier in diesem Video so ein bisschen erwartet. Er zeigt eben das ein oder andere an Folien, die er ermittelt hat mit seinem Institut durch Befragung. Und klar, da gibt es natürlich eine unheimliche Zurückhaltung, ja, durch Verbote des Tourismus. Und arg im Beutel ist natürlich die Tourismusindustrie im Bereich der Übernachtung, im Bereich der Hotels, aber ganz deutlich natürlich auch im Bereich der Flugreisen und im Bereich der Kreuzfahrtreisen. Man sieht das jetzt mal hier, die Inlandsübernachtung in Deutschland nur nach Monaten, und die ist natürlich zeitgleich zu dem Lockdown zu verstehen. Und da sieht man klar, dass im April das enorm runtergegangen ist, im Sommer dann schon wieder auf Vorjahrsniveau war, aber dann zum Ende des Jahres, wo der erneute Lockdown kam, dann eben sehr, sehr stark runtergegangen ist. Die einzelnen Bereiche hat er auch sehr, sehr deutlich nochmal mit dargestellt. Wo haben wir das denn hier? Hier sehen wir das. Das ist Flug und ich muss gerade mal auf die Bremse treten. So, das ist der Bereich Flug und Kreuzfahrt. Das sind wirklich 74 oder 1%, 71% an Rückgang. Die Gründe sind uns allen klar. Da wurde natürlich vieles zugemacht. Man durfte nicht rein, man durfte nicht raus. Das fand ich eine ganz, ganz schöne Folie, die er uns hier gezeigt hat. Da sieht man auch, was sind denn eigentlich nachfragedämpfende Faktoren für diesen Einbruch, und was gibt es auch an nachfragefördernden Faktoren. Und den Blick nach rechts gerichtet ist ja auch was Positives dabei. Wir haben eine veränderte Motivation dadurch, dass jetzt nach dem ganzen Homeschooling und Lockdown zu Hause sitzen eben sich die Reiselust ein bisschen aufgestaut hat nach den Monaten, und wir hoffen natürlich, dass wir 2021 wieder fahren können. Und so ein bisschen auch der Wunsch natürlich aus der hässlichen Corona-Welt auszubrechen. Klar, wir werden uns an Regeln halten, aber es sind natürlich die Urlaubsformen am prädestiniertesten, wo man anderen eben auch aus dem Wege gehen kann. Und so führt er das Ganze eben auch an. Und wenn wir uns nochmal angucken, wie sich konkret das Thema für die Campingbranche entwickeln hat, dann sieht man das hier schon ganz klar als Trend. Das kommt eben mit dazu. Wellnessurlaub und Camping, da ist eben Wachstum. Wir sind ja auch beim Camping noch in der Wachstumsbranche mit drin. Der Zeltbereich geht ein bisschen runter. Klar, das ist nachvollziehbar. Man will jetzt nicht auf den überfüllten Campingplätzen sein in diesem Jahr. Das geht dann noch eher, indem man auf den Bereich des Wohnmobils oder des Wohnwagens eben umschwenkt. So viel vielleicht mal zum Professor Lohmann, der seine Präsentation hier auch noch mal ganz gut zusammengefasst hat. Das soweit zum Ersten. Ich verlinke euch im unteren Bereich gern auch noch mal das, was Professor Lohmann eben als ganzen Stream dort dargestellt hat, wer mal reinhören möchte. Ich finde ihn immer wieder sehr, sehr interessant, und auch in der Runde der Diskussionspartner, die sonst am Anfang der Eröffnung als Pressekonferenz auf der CMT stattfindet, ist das wirklich das Highlight des Tages. Wir gucken aufs Zweite, und das Zweite ist der Copa. Der Combo, habe ich Copa gesagt. Und wir gucken uns vielleicht mal an, was gekommen ist von der Firma Challenger.
Präsentiert wurde uns das Ganze eben durch zwei Leute. Einerseits, jetzt muss ich gerade mal weiterblenden, das ist der Jens Heinrichs und der zweite ist der Carsten Sträter, der uns dann im Weiteren durchführt durch den Bereich der Neuentwicklung. Das ist er, Leiter Challenger Deutschland. So, und Inhalt seiner Präsentation waren eben diese Themen. Das ist jetzt nicht Rocket Camper, man hat sich lediglich die Rakete hier mal geliehen, aber ich kann mir durchweg vorstellen, dass eben ein Senkrechtstarter in diesem Nischenbereich, nämlich der X150, dann eben schon sowas wird wie ein neuer Bereich, den man verstehen kann als Kombination mit der Agilität eines Kastenwagen einerseits und andererseits mit dem Komfort eines großen Wohnmobils andererseits. Und das eben ist der Combo. Und dieser kleine Einführungsfilm hat es mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ich blende vielleicht mal so ein bisschen von der Musik mit ein, die Haltmann da drunter gespielt hat. Tolle Bilder. Der X150, der übrigens auch von der Schwestermarke Chanson als X550 präsentiert wird, auf Basis des Fiat Ducato, ist eben ein Fahrzeug, was kompakt ist, außen, was aber die eckigen Maße hat und deswegen auch die Geräumigkeit eines Wohnmobils innen, was nicht nur für zwei Personen, die jetzt hier im Bild zu sehen sind, sondern auch für vier Personen sogar machbar ist. Was mit einem Hubbett aufwartet im vorderen Bereich des Fahrzeugs und was zudem auch ein Bett darunter ermöglicht und eben auch Sitzplätze während der Fahrt zu viert und das ist echt ein Highlight, sogar Sitzmöglichkeit im inneren Bereich in dieser großen Sitzkuppe für sieben Personen, wirklich, ich habe sieben gesagt, darstellt. Ich gehe mal weiter durch. Hier hat eben der französische Manager noch mal so ein bisschen was dargestellt, wie das Ganze denn aussieht. Und hier sehen wir mal, welche Maße eigentlich hier ins Feld geführt werden. 2,10 Meter Außenbreite, 2,75 Meter Höhe des Fahrzeugs, 5,99 Meter Länge und auch die Innenbreite ist 1,98 Meter, klar. Im Querbett kann ich dann halt nur 1,90 Meter liegen, aber für viele ist das hinreichend, bei mir wird es nicht passen, aber für viele ist das machbar. Man hat das Fahrzeug bereits jetzt seit 2 Jahren entwickelt und auch schon 100.000 Kilometer auf der Straße getestet. Finde ich sehr interessant und spannend, dass man das auch in der Kürze der Zeit hat machen können. Und hier sind uns eben nochmal die Highlights von innen dargestellt worden. Und für die Grundrisse, die für Tag und für Nacht eben da sind, ist interessant, dass ich ein Bad hinten im Bereich über die gesamte Breite habe, dass ich das Waschbecken hochnehmen kann, dass ich auch eben diese große Lounge habe, da gucken wir gleich nochmal rein, für 5 Personen plus die 2 umgedrehten Vordersitze und dann komme ich auf 7. Da kann ich dann eben sitzen und auch bei Nacht, wenn ich das Hubbett runterfahre, ist nach wie vor der Stauraum zum Beispiel auch von außen zugänglich und ich kann hier meine Stühle eben auch mit reinstellen. Das Ganze eben auch noch mit einem großen, richtig großen Kühlschrank, 133 Liter. Das findet man sonst selten als Absorberkühlschränke und eben die 4 Schlafplätze. Man hat uns eben hier noch so ein kleines Video dann gezeigt. Hier nochmal die Zusammenfassung der Optionen, die in dem Fahrzeug sowieso schon mit drin sind. Was so diese speziellen Highlights sind, wird im Einzelnen mit dargestellt. Und in dem Video selbst, und ab da lasse ich es mal wieder laufen hier, was jetzt unmittelbar von der Messe kam oder vor der Messe gedreht worden ist, da sieht man den vorderen Bereich, hier eben die 7 Personen, die hier auch sitzen können. Interessant auch, man entdeckt gar nicht erstmal so, dass oben ein Hubbett ist, was man dann von der Decke runterfahren kann. Hier die nette, angenehme Küche, auf der Rückseite hier links eben der Kühlschrank und hier ist das Waschbecken, was man hochklappen kann. Und dahinter, so, hier sieht man also auch dieser Duschbereich, den man dann auch vorfindet, recht groß, recht gut, auch gelungen von dem, was ich jetzt an Bildern gesehen habe. Hier wird man dieses Rollo nach vorne ziehen und dann hat man wirklich einen abgetrennten Duschbereich, sodass auch das Waschbecken und die Toilette nicht nass wird. Hier mal der Schrank, den
man von außen öffnen kann oder eben auch von innen, der sich direkt unmittelbar neben der Küche befindet. Und hier das Hubbett, was wie gesagt nach oben fährt und unten drunter sieht man auch zum Beispiel diese Deckenleuchte. Gut gemacht in LED-Form. Halte ich auf den ersten Blick erstmal für sehr interessant und spannend, was dieses Fahrzeug zu bieten hat. Der Preis wird euch interessieren. Der Preis ist 59.999 Euro. Auch das hat man hier jetzt auf der Tonspur mit rübergebracht. Interessant vielleicht auch, dass man jetzt den Weg zur Vermarktung über das Web wählt. Ihr kennt uns ja schon länger. Ihr wisst, dass wir im Web sehr aktiv unterwegs sind. In der Beratung, die wir rund um Kastenwagen der verschiedenen Marken, Pössl, so haben wir angefangen, Clever, Sunlight, Roadcar und jetzt eben auch Adria machen. Mal gucken, was da noch so alles dazukommt. Ja, wir betreiben ein bisschen Cherrypicking. Wir vermitteln eben auch über Händler, die die Fahrzeuge dann im Portfolio haben, weil wir teilweise Zugriff haben und sehen können, was dann da auch im Vorlauf ist. Und von daher die Webvermarktung läuft und auch die Firma Challenger geht mit diesem Fahrzeug jetzt in diesen Bereich mit hinein. Sehr interessant, sehr gut. Zum Preis 59.990 Euro. Das ist der Basispreis, der wohlbemerkt für das Jahr 2021 auch schon gilt und dann damit das Modelljahr 2022 beinhaltet. Wir wissen ja alle, da kommt ein kleines Facelift vom Basisfahrzeug vom Fiat. Und diese Preise sind insoweit schon mitverarbeitet. Die sind dann da schon mit drin. Und das hatte der Herr Sträter eben auch dargestellt, wie sie das Ganze jetzt präsentieren werden, was dann eben kommt und dass dieser Uplift-Preis da schon mit verfügbar ist. Ab Dezember 2021 soll die Auslieferung starten. Bin gespannt und ich bin wirklich sehr interessiert daran, das Fahrzeug mal ein bisschen intensiver unter die Lupe zu nehmen, vielleicht die erste oder ersten Besitzer mal zu interviewen oder vielleicht selbst auch meine Erfahrungen sammeln zu dürfen. Herr Sträter, ich komme auf Sie zu. Prima, dann haben wir das Thema Challenger hier erstmal hinreichend erklärt. Kommen wir zum Thema Rocket Camper. Der Sven Lutz, oh, der Name ist sehr schwierig auszusprechen, Schlutzjak hat das Ganze dargestellt. Wir wissen, der Rocket One war die Premiere, die die Firma Rocket Camper im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, auf der CMT in Stuttgart gehabt hat. Und ganz jugendlich gekleidet, klar, das passt eben auch zur Marke Rocket Camper, die anders daherkommt. Er ist ja selber auch Marketing-Experte von der Firma Ventura und mit diesem jugendlichen Auftritt und eben dem weiteren Personal und auch dem Fahrzeug, was ein ganz anderes Konzept aufweist, betritt man eben neuen Markt und einen jüngeren Markt. Hier sieht man bis zu 3 Personen kann man hier im Bereich der Sitze, oben links ist das zu sehen, Schnierlesitze sind drin, mit befördern. In diesem Fahrzeug fehlt die Nasszelle, das ist kein Verlust, so sagt man eindeutig, denn dafür hat man eben ein großes Waschbecken. Man hat auch Befestigungen der anderen Art, wie zum Beispiel man das am Tisch sieht, der von oben aufgehängt ist, das Ganze modular zusammengestellt. Im hinteren Bereich ist hier also auch ein Querbett mit drin. So, dieses Fahrzeug, das hat man ja schon präsentiert. Hier sieht man jetzt zum Beispiel auch nach draußen, ist ein kleiner Tisch zu machen und. Und jetzt gibt es eben neue Varianten. Rocket One Varianten und was ist denn überhaupt mit dazugekommen? Wir haben einerseits, und das ist neu, diesen Rocket One S. Ich lasse das Ganze mal laufen. Das ist ein 5,40 Meter Fahrzeug, wo ich optional noch 2 zusätzliche Sitze mit einbauen kann. Aber ansonsten ist das Fahrzeug komplett geschnitten auf 2 Personen, also auf Alleinreisende oder auch auf Paare. Sehr kompakt. Das Bett hinten ähnlich geschnitten wie eben in dem anderen Fahrzeug, aber eben diese zusätzliche Sitzreihe fällt weg. Und was hat man noch weiterhin gebracht? Hier nochmal eine andere Ansicht vom gleichen Fahrzeug. Man hat gebracht den XL. XL, dafür steht eben dieses Fahrzeug. Wobei XL jetzt nicht ein hohes Fahrzeug ist, sondern hier sprechen wir von einem Fahrzeug mit dem H2-Dach, also 2,56 Meter Außenhöhe. Interessant ist eigentlich, dass es aber jetzt Längsbetten hat. Und entweder sind sie so aufgebaut, wie hier zu sehen, und dann ist es 1,90 Meter mal 1,80 Meter, oder aber man hat noch einen Topper und dann kann man
auf diesen Küchenmodulen eben auf seine Beine lassen und dann kommt man sogar auf 2,20 Meter. So sieht das Ganze dann aus, wenn es ein bisschen weiter nach vorne gezogen ist. Finde ich interessant und der Stauraum unterhalb ist natürlich dann dementsprechend groß. Und hier jetzt kommt eben ein Fahrzeug, das hat wirklich ein H3-Dach. Das heißt Moto und steht als Abkürzung für das Motorrad, was ich im Heck transportieren kann. Hier gibt es jetzt ein höhenverstellbares Bett und entweder kann ich unten schlafen oder wie man hier sieht, und das Ganze ist, und das ist interessant, abgedichtet mit einem kleinen Balg, so stellt man sich das vor. Dann kann man immer noch oben schlafen, da ist hinreichend Platz und unten drunter kann man dann sein Motorrad stellen. Und dennoch kommen eben nicht diese Dämpfe, diese Benzindämpfe von unten vom Motorrad, die ja sein könnten, nach oben hin und das überträgt sich nicht in den Wohnraum. Also ich glaube, eine ganz gute Trennung, interessantes Konzept, klar. Das ist natürlich ein Nischenmarkt, darüber sind wir uns im Klaren, aber auch das Ganze wird sicherlich seine Käufer finden. Aber die Firma Rocket Camper geht noch so ein bisschen weiter, hat noch ein bisschen was mehr präsentiert über diese Fahrzeuge hinaus, nämlich den Rocket Ocean. Tja, und das ist vielleicht dem geschuldet, dass Rocket Camper eben auch Handelsbetrieb ist, als Händler für Ventura und jetzt hier, ich sag mal, ein Uplift des alten 600D gemacht hat. Und den haben sie ein bisschen aufgehübscht, einerseits von außen, optional eben auch mit dem Dach oben drauf und dann hier im Innenbereich. Schicker, netter gemacht. Sie haben ein paar Punkte eben mit dazu gebracht. Da sieht man hier jetzt eindeutig, dass da eben noch von diesem Basismodell Ventura 600D zum Beispiel die Luftfederung ergänzt worden ist und. Klar, und für diesen Listenpreisen, dann macht man nochmal einen Rundenpreis raus. Das ist dann 64.790, für den man eben dieses Fahrzeug dann bei Rocket Camper erwerben kann. Aber noch ein bisschen mehr kommt auch der Mountain. Das steht für Berge, für Gebirge, für Allradantrieb, für 4x4 und zwar auf Basis des MAN TGE 4x4. Und dieses Fahrzeug, das hier noch so als Studie, es ist noch nicht gebaut, kommt ein bisschen netter und schicker daher. Hinten auch ein paar kleine Ausbuchtungen. Ich nehme mal an, da wird man als Querschläfer eben dann auch ein bisschen mehr Platz für seine Beine haben, weil der MAN ja nicht so ganz breit geschnitten ist wie der Citroën Jumper oder wie hier als Basis der Fiat Ducato. Die Firma selber vom Sven, die entwickelt sich eben mit unterschiedlichsten Bereichen. Gehen wir da gerne nochmal drauf zu sprechen. Blenden wir das Bildchen mal wieder aus. Man sieht, das Handelsgeschäft steht im Vordergrund. Die Varianten, die wir hier dargestellt haben und Derivate, die sind da mit dabei. Aber auch das Zubehörsegment und das heißt hier Rocket Gear, wie die Gangschaltung, aber alles das, was man hier optional kriegen kann, fasst man darunter zusammen. Auch hier finde ich sehr interessant, dass man mit neuen Vertriebskonzepten jetzt am Markt ist, das Ganze webbasiert, auch das Thema VR. VR ist ja die virtuelle Realität, wo man dann quasi auch Konzepte, die noch gar nicht existieren, darstellen kann. Wir haben das ein oder andere Bild aus diesem VR-Bereich schon gesehen, aber vielleicht dann eben auch zum Durchgehen. Ihr kennt ja unseren Bereich. Ihr wisst ja, dass wir dort eben auch unterwegs sind, dass wir mit unserer Kameratechnologie der 360-Grad-Kameras, das ist ja das hier mittlerweile mehr und mehr an realen Fahrzeugen verfilmt haben. Diese Filme stehen unseren Honorarkunden zur Verfügung. Wir haben also einen Großteil dieser Fahrzeuge, die eben für die Innenraumbegehung zur Verfügung stehen. Auf Anfrage sind die eben auch bei uns erhältlich. Denn in der Zeit, wo keine Messen stattfinden, klar muss man natürlich gucken, dass man in diese Fahrzeuge auch reingehen kann und das kann man mit der Technologie ganz gut. Online, offline, eben das passiert und auch Roadshows und weitere Messeaktivitäten, sobald das wieder möglich ist, die werden sicherlich mit dazukommen. Also interessant, was die Firma Rocket Camper denn hier bietet und interessant, was dort eben an Neuigkeiten, an Varianten zu diesem Thema zu finden ist. Kommen wir auf den nächsten, der vorgestellt worden ist. Das ist ja die Firma Crosscamp, die Marke Crosscamp. Die Marke Crosscamp gehört ja, und das ist so das Eingangsvideo. Vielleicht lassen wir es auch mal schöner Musik laufen. Der Crosscamp ist ein Fahrzeug auf Basis des Toyota und auch auf Basis des Opel Zafira.
Und er sieht zum Verwechseln ähnlich aus dem Campster der Firma Pössl, der auf Basis des Citroën Space Tourers mit daherkommt. Und wir hatten ja schon mal einen kleinen Vergleichstest gemacht. Ich blende euch das oben nochmal mit ein. Jetzt hat der Crosscamp, der jetzt Flex genannt wird, einen kleinen Bruder bekommen und das ist der Crosscamp Lite. Und dieser Crosscamp Lite, der im weiteren Verlauf dieses Filmes dann auch dargestellt worden ist, den gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Hinter Crosscamp steckt die Marke Detlefs. Das Ganze gehört ja zum Hümer-Konzern und damit versucht man eben auch, den Bereich des Urban Campervans zu erobern. Die beiden Leute hier, der Andreas Kaut hier zu sehen und dem Linken, der Pascal Teuber, haben das so ein bisschen mit vorgestellt, wie das Ganze denn eben aussieht. Und hier haben wir mal ein paar Blicke auf den Lite. Ich hatte dargestellt, der Lite ist der kleine Bruder. Ja, der kleine Bruder vom Vanster. So nennt Pössl ja das, was bereits im letzten Jahr, eben seit letztem Jahr produziert worden ist. Ich glaube, im 2021 will man 1000 Stück vom Vanster produzieren und das ist eben das kleine Pendant dazu. Auch da gibt es natürlich wieder ganz, ganz viel an Anleihen, wo man sich Detlef-seitig bestimmt das ein oder andere abgeguckt hat vom Vanster. Der Vanster wird ja übrigens gar nicht mehr in Isny produziert. Da gab es ein bisschen Knatsch zwischen Pössl und Detlefs. Der wird jetzt eben in Vielbrunn produziert, aber dennoch hat man sich was abgeguckt. Neu hinzugekommen ist der Bereich, dass man eben auch hinten im Bereich eine Küche mit drin hat. Jetzt aber nicht als Elektroküche, wie der Vanster das hat, sondern hier eben als kleiner Gaskocher. Auch hat man hier diese Bank, die eben änderbar ist und das Ganze kann man zu einem Bett umbauen auf gesamter Breite. Das vielleicht ganz interessant und klar oben die, das Aufstelldach und die Drehsitze. Und dann hat man schwuppsiwupps eigentlich ein Fahrzeug, was man als Wohnmobil zulassen kann. Das erlaubt das Zulassungsgesetz und es ist ja eine kleine Küche drin. Man hat ja quasi Schlafmöglichkeiten und damit ist dem Gesetzgeber Genüge getan. Gucken wir mal so ein bisschen noch auf die Highlights, die in diesem Fahrzeug mit drin sind. Wie man sieht, auf Basis des Toyotas und des Zafiras. So sieht das Ganze von oben aus, also 1,40 Meter Gesamtbreite. Und jetzt kommen so ein bisschen die Differenzen, die man, nein, also die Unterschiede, die man hier jetzt sieht. Blenden wir mal mein Bild wieder aus. Die Drehkonsolen geräumig, die Sitzgruppe geräumig, aber hier vorne sieht man was. Auf dem obendrauf ist ja quasi das Bett zu sehen. Und hier unten drunter ist ein kleiner Staukasten. Das ist was, mit dem bietet der Vanster so eben nicht auf. Nett und neu ist eben auch, dass man diesen Komfortschlafboden ein bisschen netter ausgebaut hat. Hier unten gibt es nicht nur die Durchlademöglichkeiten, sondern auch weitere Topper, die man oben drauf machen kann. Das ist der kleine Gasherd, der mit seinem, ich glaube, 1,5 Kilo Gasflasche mit daherkommt, die dann dahinter im Schrank sich befindet. Das hier ist ganz gut gelöst. Das ist ein ganz übersichtliches automotives Bedienpanel für die einzelnen Elemente. Hier kann man den Strom abprüfen. Hier kann man rechts die Webasto-Standheizung bedienen, die Klimaanlage nach hinten bringen. Die dimmbaren Lichtleisten auch unterhalb des Daches, des Schlafbodens, den man ja hochklappen kann. Und hier ebenso Stauraummodule, wo man den Deckel eben auch komplett abmachen kann. Das bietet der Crosscamp mit an und hier hat man eben noch ein bisschen mehr dargestellt, auch im Interview. Hier konnte man sehr intensiv auf die Fragen mit eingehen, das, was hier quasi am Fahrzeug mit dran ist. Die brennendste Frage für alle war eigentlich, was kostet denn jetzt dieses Fahrzeug? Und tja, man kann sie ja gerne noch mal mit reingucken in dem Stream. Falls möglich, werde ich den unten auch soweit mit einblenden. 42.499, da geht das Ganze mit los. Man hat nicht gesagt, genau mit welcher Motorisierung. Beim Opel wird das Ganze 2.000 Euro teurer sein. Wir haben jetzt natürlich unmittelbar unser Prospektchen rausgekramt. Wir haben mal geguckt, was im Vanster-Prospekt mit drin steht. Da kommt man jetzt auf einen Grundpreis von 33.850. Das ist die 120 PS-Variante. Ich weiß nicht, ob wir mit der vergleichen dürfen oder eben mit der anderen. Das wäre ein Unterschied von 8.500 Euro. Ich bin gespannt eigentlich, wie sich die beiden
Streithähne, so sage ich mal, da zusammenrappeln, denn die Grundkonzepte sind ja doch sehr, sehr ähnlich. Aber man sieht schon daran, dass jetzt mehr und mehr auf diesen Urban Campermarkt schauen, dass da natürlich noch viel an Marktsegment zu machen ist, dass dort auch das eigentliche Steigerungsvolumen dieser Campingbranche jetzt herkommt und dass dieses Allzweckauto, was man im Alltag fahren kann und was man dann am Wochenende nutzt, eben auch ganz gute Möglichkeiten bietet. So viel erstmal zum Crosscamp und wir kommen schon zum nächsten, der sich auch auf die Fahne geschrieben hat, das Thema der Urban Camper Vans zu erobern. Wir kommen zum Van-Tourer und der Andreas Weiblich hatte es am Anfang vorgestellt, also das hier der Moderator, der gute Moderator der CMT, der Messe Stuttgart, hier auch nachher bei Fragen mit dem Dimitri. Der Dimitri van den Broek, der zuständig ist bei Ventura für, ich weiß gar nicht, die Geschäftsführung, das Produktmanagement in jedem Falle und der auch diese Autos sehr intensiv und gut vorgestellt hat, hat als erstes abgehoben auf das, wofür man den Ventura ja bis dato auch kennt. Der Ventura mit seinem Portfolio auf Basis des Fiat Ducatos. Lustig gemacht, der Mann wirklich wie ein Dauercamper mit seinem Feinripp-Shirt, nicht in weiß, sondern in schwarz, ganz lecker lümmelt in diesem Ventura, ich glaube 600 und D. Das ist eben ein Querschläfer. Oh, er hat auch ein Mountainbike dabei, aber er sitzt dann eben mit ja, seinem Kochgeschirr, mit seiner Chipstüte im Auto und ist so der typische Camper. Das Fahrzeug gibt es ja in verschiedenen Längen. Gibt es von 5,40 Meter angefangen in 6 Meter und in 6,40 Meter. Und dieser Markt ist ja das, wo der Ventura herkommt. Hier nochmal das gesamte Portfolio zu sehen, was hier vorgestellt werden worden ist. Aber das eigentliche Highlight, so finde ich, ist jetzt eigentlich der Urban Campervan-Markt. Hier vielleicht nochmal ein paar Neuigkeiten, die dabei sind. Das hier ist jetzt mal der Unterschied zwischen dem Raumbad. So interpretiert Ventura das Raumbad, was quasi in der Mitte drin ist. Und auf der Basis kann man dort auch im Auto selber duschen. Entweder in der geschlossenen Dusche oder in diesem lediglich mit dem Duschvorhang geöffneten Bereich. Ist ein bisschen größer. Wird vielleicht aber das ein oder andere auch nass. Da muss man natürlich gucken, dass da nicht allzu viel in den Wohnraum mit reinkommt. Interessant und neu fand ich übrigens hier, dass es jetzt auch eine Option gibt. Nicht, dass ich da falsch bin. Doch, das war das Hubbett. Das Hubbett, was man hier quasi im hinteren Bereich jetzt kriegen kann, das ist etwas, was sogar nachrüstbar ist. Das heißt, ich kann rauf und runter fahren mit dem Hubbett und ich kann dann eben auch zum Beispiel ein größeres Fahrrad unten reinstellen und nicht nur hinten. Ich kann vielleicht auch mehrere Fahrräder mitnehmen, dadurch, dass ich das Hubbett rauf und runter fahren kann. Ich wurde jetzt nicht dargestellt, ob elektrisch oder manuell, aber zumindest sei das auch eine Nachrüstoption für alle Fahrzeuge, die ab 2021 ausgeliefert werden. Kommen wir zum Highlight von Ventura. Das ist etwas, was von dem Caravan-Salon letzten Jahres herrührt. Das ist quasi der Bereich der Fahrzeuge, die auf Basis des Mercedes Vito als Ventura Urban, so ist der Begriff, angeboten werden. Klar, mit sehr schickem Design. Dafür spricht allein schon der Mercedes. Man sieht auch hier die abgerundeten Kanten. Das Ganze ist also denkbar hier für den Urlaub in der Therme, aber auch für den ja, Business-Ausflug. Da sicherlich kann man auch hier in die Höhe von 2 Meter mit in die Tiefgarage fahren. Da kann man auch zu einem Business-Event vorfahren. Das alles soll eben gar kein Problem sein. Man kann sogar seine Küche rausnehmen und das Konzept ist so ähnlich wie das, was jüngst auch Pössl vorgestellt hat mit seinem Campster. Nein, sie haben auch den Campstar vorgestellt. Von Pössl kommt eben das Fahrzeug des Campsters, was bekannt ist, mit der herausnehmbaren Küche auch auf dem Bereich des Mercedes. Da ist jetzt in der Auslieferung wohl bemerkt die Firma Ventura ein bisschen schneller.
Und das darf man auch anerkennen. In diesem Fahrzeug sind die ersten Fahrzeuge bereits beim Kunden, so hat man dargestellt. In diesem Fahrzeug sind die Preise 49.900 Euro. Wie der Preis von Purcell sein wird, ist hier noch unklar. Wir haben auch bei den Optionen zusätzlich bis zur Prime-Variante dann genannt bekommen, eine Spannbreite bis zu 72.000 Euro. Aber es ist eigentlich hier nochmal ganz gut zusammengefasst, was dort alles so mit drin stecken kann. So, ein ganz gutes Video, was der Dimitri selber gemacht hat. Auf das möchte ich auch nochmal verweisen. Das wurde dann eben auch nochmal präsentiert. So, ja, also ich muss schon sagen, die Küche, die jetzt außerhalb ist, ist dadurch, dass die Versorgungsleitung hier unmittelbar angeschlossen werden kann, schon besser positioniert als das, was der Kempster zu bieten hat. Man wird sie dann eben auch auf so Füße stellen, damit sie dann nicht dreckig wird. Das ist in diesem Bild jetzt noch nicht enthalten. Aber in diesem kleinen Video zu sehen, was hier gedreht worden ist. So. Schauen wir mal. Dieses Video verlinke ich euch gerne auch nochmal. Das ist schon älterer Art. Das kommt vom Sommer letzten Jahres. Man sieht es so ein bisschen auch an diesen sommerlichen Kleidungen, die dort an ist. Mit einer Kühltruhe, mit allem drum und dran, mit Ambientebeleuchtung ist dieses Fahrzeug eben verfügbar und eben diese Küche, die man dann rausnehmen kann. Ich habe nochmal nachgefragt. Sie wiegt 35 Kilo. Ja, mit einer Person, die ein bisschen kräftiger ist, kann man das Ganze eben auch rasch transportieren und dann wirklich auf die Beifahrerseite stellen. Meistens sind die Parzellen ja dann doch nicht so geschnitten, dass man auf beiden Seiten quasi Platz hat, sondern ist auf einer Seite und das eben hier, das jetzt eben auch in der Höhe mit den Füßen, die drunter sind und dann schließt man das Ganze im Bereich hier mit an. Ich glaube, 1,8 Kilo Gas hat man mit dabei. Das Fahrzeug hat eben auch einen Abwassertank und einen Frischwassertank. Der Frischwassertank, der befüllt wird über die Schiebetür oder in dem Bereich der Schiebetür, ist halt unterm Auto verbaut. Jetzt nicht gegen Frost gesichert, das nicht. Aber ich denke, bei Frostwetter ist das sowieso keine optimale Lösung, mit diesem Fahrzeug unterwegs zu sein. Aber durchweg, das ist hier ganz klar der Urban Campervan Markt. Und so kommen wir eben auch zum letzten, den ich am Vormittag dieser Pressekonferenz gesehen habe. Das ist der Bürstner. Der Bürstner Copa. Bürstner von Copa und Combo von Challenger. So, damit mein Versprecher von ganz zu Anfang nochmal klargestellt. Copa auf Basis des Ford Transit Custom mit dem Aufstelldach. Der erste sieht so ein bisschen den Nugget darin wieder. Ja, das sind die, die sich zum Verwechseln ähnlich aussehen. Aber auch hier hat man auf dieser Basis eben ein Fahrzeug geschaffen, was ich glaube vom Einstiegspreis her sehr, sehr interessant ist. Und was man dann eben auch aufrüsten kann, entweder als Holiday-Variante oder eben als Bus-Variante. Und die Preise kommen dann auch mit drauf. Das sind die Sitze für hinten, entweder eine Schlafbank mit Kühlbox oder eine Einzelsitze, die man eben hier im rechten Bereich sieht und dann eine zusätzliche Kühlbox. Und auch damit hat man diesen Bereich der ja, Urban Campervans erschlossen. Vielleicht dann noch mal ein paar Bilder, die uns hier noch mal gezeigt worden sind. Alles das findet ihr auch auf der Seite wieder. Raumsparend, intelligenter Möbelbau, 50 Liter Wassertank und 35 Liter Abwassertank, den wir hier wiederfinden, und auch ein Gaskasten, wo insgesamt 2,8 Kilo Gas mit hineingehen. Allzu viel braucht man da eben auch nicht. Im oberen Bereich dann das Schlafgeschoss. Auch unten kann man natürlich dann schlafen, optional, wenn man diese zusätzliche Schlafbank mit hat, aber auch komfortabel durch diese Tellerfedern, die oben unterhalb der Matratze zu finden sind. Im Bereich des
der Camper-Vans gab es noch ein bisschen was mehr. Am Anfang hat man so ein bisschen den gesamten Überblick mal dargestellt mit einem kleinen Film. Wir sehen es, und das ist das gesamte Portfolio, mit dem die Firma Bürstner, die ja in Deutschland die in Kiel produzieren, aufwartet. Den Campeo und den Eliseo, den kennt man schon länger. Neu sind jetzt aus dem Bereich der Kastenwagen, uns interessieren jetzt weniger die Rechten, der Bereich des Koppers und der Campeo 4x4. Und auf den wollen wir jetzt nochmal switchen. Gehen wir nochmal weiter nach hinten hin. Fand ich ganz interessant. Auch da hat man eben ein Offroad-Kompakt-Van jetzt auf den Markt gebracht. Für 52.030 Euro ist eben dieses Fahrzeug auf 5,40 Meter zu kriegen. Als Basis der Citroën Jumper. Dann gibt es eben noch zwei Pakete, um das Ganze mit einem Sperrdifferenzial oder mit grobstolligen Reifen noch so ein bisschen zu veredeln. Nochmal knapp 5.000 Euro oder so ein Aktiv-4-Programm. Müsste man hingucken. Ich glaube natürlich ein kleiner Bereich, aber das ist eben so ein Vorzeigesegment, wenn ich dann auch in meinem Portfolio ein Fahrzeug habe mit 4x4 Antrieb. Die meisten werden sich sagen, naja, ganz schön teuer, muss ich nicht unbedingt haben. So viel vielleicht erstmal zur Vorstellung von der Pressekonferenz im Vormittagsbereich und ihr dürft gerne reingehen. Wenn ihr über diese Webseite CMT Messe Stuttgart mit reingeht, es kann sein, dass ihr euch erstmal registrieren müsst. Klar, die Messe hat natürlich auch Interesse daran, dass eben die Daten von euch und die Erreichbarkeit von euch über die E-Mail-Adresse mit da ist, denn es wird diese CMT in diesem Jahr, so ist geplant, auch noch als richtige Messe geben. Da könnt ihr sie eben besuchen, da findet das Ganze nicht nur online statt. Und dementsprechend könnt ihr nach diesem Login dann hier auf dieser Seite entweder würfeln, wie schon zu Anfang dargestellt, oder ihr geht eben auf die einzelne Ausstellerübersicht, das ist hier unten rechts. Wenn ich darüber klicke, dann komme ich auf alle Bereiche. Alle Bereiche sind eben die sich hier als Aussteller für die Digital-CMT registriert haben. Und im Einzelnen findet ihr dann auch zum Beispiel hier die Informationen, die hier hinterlegt worden sind. Zum Crosscamp nehmen wir das mal. Ihr könnt auch, ich weiß gar nicht, wie lange das läuft, dann hier unmittelbar ein Chat starten, hier eine Frage loswerden. Ich weiß nicht, ob das nur heute machbar sind oder auch im Weiteren geht. Wenn ihr dort keine Fragen kriegt, wie gesagt, bei uns unter dem Video könnt ihr diese Fragen stellen. Mal gucken, inwieweit wir die Antwort auskundschaften können. Wir werden euch das Ganze beantworten. Selbstverständlich findet ihr natürlich auf den Webseiten der Hersteller hier jetzt zum Challenger Combo eben auch noch Informationen. Das ist dieses Anfangsvideo und auch weitere Informationen zum Konfigurieren, zur Preisfindung des Autos und, und. Da ist euch natürlich, stehen euch alle Möglichkeiten auf, das Netz zu nutzen, digital voranzuschreiten und zu schauen, was es dort gibt. Das Gleiche findet ihr eben auch auf der Seite von Rocket Camper. Auch dort nicht nur die Übersicht, sondern, oh, jetzt ganz neu auch ein Blog, wo sie vielleicht dann auch später noch Fragen beantworten werden. Man macht sich da eben auch mehr Gedanken über den Rocket X und das Reisemobil der Zukunft und was dabei ist. Ja, das Ganze ist gut und ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn sich jetzt gerade aktuell Firmen noch mit Innovationen beschäftigen. Leider tun das ja einige Firmen gar nicht mehr. Die ruhen sich so ein bisschen auf dem Polster aus. Die kümmern sich jetzt mehr darum, um den Abverkauf, um die Gewinnmaximierung, als denn um neue Innovationen. Und hier scheint jetzt wirklich noch was Neues zu kommen. So, weiter auf der Seite auch zu sehen der Crosscamp. Hier zum heutigen Tag ist der Light noch nicht zu finden gewesen, aber ich nehme an, dass in den nächsten Tagen, so hat man es angekündigt, auch zum Crosscamp Light das ein oder andere vielleicht zu finden ist, dass man ihn konfigurieren kann und, und. Ventura, auch da ist der Urban zu finden und alle genannten Informationen sind hier zu finden und last but not least eben auch der Kopper. So, und zu diesem Fahrzeug findet man eben auf den Seiten einiges mehr hier, was zu kriegen ist, welche Optionen er hat, was das Preisniveau ist, ab wann er ausgeliefert wird und, und. Ich gucke mal so ein bisschen durch meine Unterlagen durch. Ich muss mir heute einiges mit aufschreiben. Ich glaube, die Highlights für euch, die habe ich hier erstmal zusammenstellen können.
Vielleicht ist das ein oder andere unklar geblieben, dann wirklich, wie gesagt, fragt unten nach. Ich werde gucken, dass ich mit den Antworten eben aufwarten kann. Wenn ihr weitergehende Informationen wollt, und das ist ja das, was wir neben dieser freien Informationsveröffentlichung, die wir in unserem YouTube-Kanal Revolution for Five machen, eben auch noch haben, das ist das gesamte Konzept von Poedria Online. Wir haben uns jüngst umbenannt, das wisst ihr, bis dato waren wir als Pössl Online im Markt bekannt. Wir sind aber eher jetzt auch unabhängig von Pössl und über das Portfolio von Pössl hinaus in der Beratung unterwegs. Wir sind eben bekannt na, für unsere zweistündige Beratung gegen Honorar, bei der wir mit euch eben auch Fahrzeuge auslegen, bei der wir ganz zu Anfang wirklich die Anforderungen von euch aufnehmen und dann anschließend, und das kennt ihr vielleicht, gehen wir her und diese gesamten Kriterien, die bei euch sicherlich als Fragen auf der Liste stehen, brauche ich die Motorisierung oder die, brauche ich die Heizungsart oder eben Diesel, brauche ich ein Leitchassis oder ein Maxi-Chassis. Wir sind Spezialisten zum Thema der Technik. Da beraten wir euch, davon leben wir, dafür nehmen wir auch Honorar, was angerechnet wird, wohl bemerkt, wenn anschließend das Fahrzeug über einen bei uns angeschlossenen Händler vermittelt wird. Und viele und daher vielen, vielen Dank an all die Kunden, die wir auch im letzten Jahr haben bedienen können. Also eine mehr als dreistellige Anzahl von Kunden, die nach der Beratung eben auch ein Fahrzeug vermittelt bekommen haben. Vielen Dank daran, dass sie uns das Vertrauen geschenkt hat und im Vorfeld eben auch seht, dass eine Honorarberatung eben auch ihr Geld wert ist. Für alle anderen alle anderen, die nicht Honorarkunden sind, finden nicht nur in diesem YouTube-Kanal, sondern bei poedriaonline.de auf der Webseite alle freien Informationen, aber auch zum Crawlen und auch das ein oder andere Highlight. Vielleicht ganz interessant, wer gerade in aktuellen Zeiten auch keine Probefahrt machen kann. Auch das haben wir jüngst erst verfilmt. Ganz interessant mit so einer Kamera. Ich bin persönlich gefahren. Habt ihr also von diesem Blickwinkel knapp unter meiner Nase die Möglichkeit zu sehen, wie viel Übersicht hat man denn eigentlich beim Vorwärtsfahren in solch einem Ducato oder solch einem Jumper und auch beim Rückwärtseinparken auf einem sehr, sehr engen Lidl-Parkplatz. Also wen das interessiert, guckt einfach gerne mal rein und für alles andere findet ihr weitergehende Informationen auf poedriaonline.de. Okay, sorry, 47 Minuten sind es geworden. Man weiß am Anfang nie, was am Ende rauskommt. So viel eben für diese Technologie des quasi Livestreams, den ich hier mit OBS gemacht habe, wo ich auf sämtlichen Nachschnitt auch verzichten werde. Dafür ist er umso aktueller. Heute Mittag eben noch online und ihr könnt am heutigen Tag eben auch noch reingucken, welche Informationen denn auf der CMT Digital für die Kastenwagenfahrer eben interessant sind. So, danke, das soll es gewesen sein und auf Wiedersehen, bis dahin und tschüss.